So, hallo und herzlich willkommen zurück im Wunderland. Letztes Mal haben wir einen schrecklichen Kampf überlebt. Und dieses Mal gucken wir uns... Da ist eine Schweineschnauze. Da ist eine Schweineschnauze. Nein, ich brauche die Pfeffermühle. Eine Geisterschnauze. Ah, und jetzt kommen wir da hoch und können uns einen Herzoginnenkorb holen. In dem sind immer schöne Sachen. Kommen wir da hoch? Ach, da ist noch eine Plattform. Ich dachte gerade so, hä? Ich meine, Alice kann gut springen und so, aber so hoch dann auch wieder nicht. Okay. Und hoch. Ernsthaft? Ernsthaft? Na gut. Gibt's da nochmal eine Plattform dazwischen? Weil den Korb hole ich mir jetzt natürlich, wenn wir das Schwein schon getroffen haben, dann wäre das ja doof, weil da sind immer ganz viele Zähnchen drin. Die brauchen wir, um unsere Teekanone aufzubessern. Wir brauchen noch, glaube ich, ungefähr 200 Zähne dafür. Wir müssen da doch hochkommen, oder? Weil... Was anderes sehe ich hier nicht. Okay. Zack, zack, jawohl. Oh, die Vorpalklinge. Oh, jetzt fehlen uns nur noch 100 Zähne. Das ist gut. 102 Zähne eigentlich, aber... Oh. Ich nehme hier das Jahr am Stück auf und ich bin immer noch so angespannt von diesem Kampf gerade. Also für euch war das jetzt schon ein paar Tage her, aber für mich nicht. Darum darf ich gestresst sein. Ach, ich möchte endlich die Raupe treffen. Wie weit müssen wir denn noch laufen? Komm, zack, rauch noch mal eine, Alice. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Ich soll mich also der Raupe anschließen? Ja, was machst du denn so in deiner Freizeit, Raupe? Kannst du mir helfen, da hochzukommen? Das wäre nett. Da oben ist doch bestimmt irgendwas für uns. Also, Raupe... Ne, versteh mich nicht falsch, aber dass du Alice hier zum Rauchen zwingst, finde ich jetzt nicht so cool. Muss ich sagen. Aha, so kommen wir da hoch. Machen wir natürlich gleich kurz, bevor wir... Ja, bevor wir runterrennen. Auch schön. Auch schön. Dann sind wir wieder hier. Aber wir haben wir den Korb? Haben wir unsere Zähnchen behalten? Ja, gut. Ich hatte gerade schon etwas Sorge. Komm, Alice, beeil dich mal. Wir wollen da schneller hinkommen. Komm. Okay, noch einmal. Und nicht wieder in den Abgrund laufen, Alice. Das war schon nicht geplant, ne? Zack. Und... Zack. Plattform ist da drüben. Warte mal, was sagt es, was da drüben ist? Da ist die Raupe. Okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie gehen ich erst diese Zähnchen holen? Und das sind goldene Zähne und... Ja, die brauchen wir. Und da hinten ist eine Erinnerung. Kriegen wir die einfach so oder... Verbrannte oder durch heißen Dampf verbrühte Haut sieht faltig aus, wie ein Fliegenpilz im Winter. Schöne Beschreibung, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Hier kann kleine Alice noch durch. Wenn sie nicht festhängen würde. Hallo, Herr Geschirrer. Tut mir leid, Herr Geschirrer. Ich habe gerade keine Zeit für sie. Ach, für dich habe ich auch keine Zeit, ne? Guck mal, für dich habe ich einfach keine Zeit.
Nee, ihr nervt mich alle gerade. Ihr nervt mich gerade einfach alle. So, du nervst mich auch ganz schön. Jetzt komm. Geh kaputt. Geh zu deinem Bruder oder war es eine Schwester oder ich weiß es nicht. Dafür bin ich jetzt hier durchgekommen, um Gegner zu bekämpfen. Ernsthaft, Klein Alice, und für die paar Zähne? Na gut, ich meine, wir brauchen die Zähne, aber... Boah, sonst ist hier nichts. Na gut. Dann zur Raupe, ne? Würde ich sagen, zur Raupe. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was wird uns die Raupe wohl zu erzählen haben? Was weiß sie über den Zug? Die allwissende blaue Raupe. Wie heißt die denn nochmal? Ich weiß es nicht. Ist die rauchende blaue Raupe. Zu der wir jetzt auch hingehen. Hallo Raupe. Hallo. Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Hilfe! Wurden wir geschrumpft? Wir sind in einer ganz neuen Welt. Mysteriöser Osten. Das sieht schon hübscher aus als vorher. Und unser Kleid. Guckt unser Kleid an. Oh mein Gott. Alice, dein Kleid. Ist ja super süß. Oh mein Gott. Hallo. Nein, hallo. Ich sagte hallo. Alice. Sind das so Mahjong-Steine? Fast so aus. Ich schaff das nicht. Kann ich einfach in die Mitte springen? Ich versuche mal, ob ich einfach in die Mitte springen kann. Ja. Von hier komme ich jetzt auch vielleicht einfacher auf die Steine. Ja. Gut. Das ist schön. Kriege ich jetzt diese Zähnchen da? Vielleicht, wenn ich im richtigen Moment abspringe. Oh, Alice. Oh, haha, wie knapp. Dann gehen wir mal hier rüber. Das Level sieht ein bisschen offener gestaltet aus als die vorigen Level. Was mir gefällt. Da kann man an einem Fisch ziehen. Hallo Fisch. Lass mich mal ziehen. Ach, und dann kommen so Plattformen. Cool. Aber wir gehen zuerst noch darüber. Ist das Alice auf einer Mahjong-Tafel? Alles kaputt machen in der neuen Welt. Wir sind Entdecker. So. Und jetzt können wir hier rüber. Kommst du hoch? Danke. Und darüber. Oh, die neue Welt. Die Musik ist voll entspannt. Das. Oh. Ich wollte gerade sagen, das gefällt mir. Und da bin ich runtergeplumpst. Oh, die Musik ist echt super entspannt. Nein, Alice. Das ist mal eine schöne Abwechslung zu diesem ständigen Kampf-Feeling, das man da sonst so hat bei Alice. Oh, wir brauchen nicht mehr viele Zähne. Und dann können wir ein Upgrade machen. Wo wollen wir rüber? Ich denke mal hier. Weil von da unten kommen wir nachher nicht mehr hoch. Ach, aber hier.
Ach, ein Sprungpilz. Ich glaube, eine Schnauze gehört zu haben. Habe ich mich verhört? Kann sein. Nein, da war es schon wieder. Ja, da ist definitiv irgendwo eine Schnauze hinter uns. Wir machen hier zuerst. So, und jetzt upgraden wir unsere Waffe. Unsere T-Kanone. Ja, ein Upgrade bitte. Dankeschön. Denn alle anderen Sachen haben wir auch schon auf Stufe 2. Tada! Wie sieht sie jetzt aus? Ja, nicht groß anders, ne? Ich finde immer noch, unsere Pfeffermühle sieht so hübsch aus. In dem Rot und auch unser Steckenpferd. Und es gefällt mir alles sehr, sehr gut. Zack, hier rüber. Für eine Flasche. Und Zähne. Ja, Zähne. Oh, ich muss die Zeit ein bisschen im Blick behalten. Die habe ich hier gerade gar nicht im Überblick. Also so ist... Ich weiß nicht. Das ist so entspannt. Ist alles ruhig. Das bin ich mir wirklich nicht gewohnt von Alice. Also. Ja, ich sterbe trotzdem immer noch ziemlich oft, ne? Wo sind wir jetzt? Hier oben wieder. Ich höre doch die Schnauze. Ich höre die doch. Wo bist du denn? Ich höre die ganz, ganz klar. Irgendwo in diese Richtung. Wir gehen hier mal lang. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Oh, Fisch. Da. Haha. Und jetzt? Jetzt können wir da hoch. Ja, gut. Machen wir natürlich. Für so ein paar goldene Zähne. Kommt bestimmt jetzt gleich. Ja, ein Sprungpilz. Dann kann ich dich kaputt machen, vielleicht? Mit einer Uhrwerkbombe? Tatsache. Eine Erinnerung an Mr. Radcliffe und Zähne. Wer behauptet wahre Kunst, diene weder Zierde noch Zweck, der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Ach ja, der war ja Was sind das denn für fliegende Dinger? Der war ja so besessen, beinahe, von all diesen chinesischen Kunstwerken, die er da in seinem Haus hatte, ne? Okay. Da kann ich mitarbeiten. Wir haben die Raupe immer noch nicht gesehen. Was seid ihr denn? Hallo? Oh, so Origami-Fliegendinger. Die sind ja cool. Ich bin so fasziniert. Entschuldigung. Und es gefällt mir auch, dass es bis jetzt noch keinen Kampf gab. Vielleicht wird das ein ruhigerer Abschnitt von Elish. Wahrscheinlich nicht. Nein? Okay. Da oben ist doch bestimmt die Raupe. Da gehen wir jetzt noch hin. Komm. 100 Pro ist da oben die Raupe. Das sah schon so raupig aus und da ist auch eine grimmige Zeichnung von der Raupe. Und da ist nochmal eine. Okay. Wir kommen der Sache immer näher, Alice. Immer näher. Das fühlt sich gut an. Das wird was. Ach, ich dachte, vielleicht können wir da hoch. Das sieht so aus. Nein, ist nur Deko. Ach, und hier führt jetzt wieder ein Weg rüber. Den kleinen Alice sieht. Da sind erhängte Geschirrer. Vielleicht möchte ich da doch nicht rein. Ah, der Weg hat aufgehört. Nicht mein Ernst. Oh, Mann. Sorry. Shit. Das habe ich nicht gesehen. Dass der Weg da kurz vorher aufhört. Ich wollte da entspannt einfach rüberlaufen. Aber es ist ja sowieso schon viel zu viel Entspannung hier für Alice. Da wäre das zu viel verlangt gewesen, einen durchgängigen Weg zu machen. Doch, der geht da durch. Guck mal.
Alice wollte das einfach irgendwie nicht. Na gut, dann nicht, Alice. Die sind ganz so erhängte chinesische Menschen. Da möchte ich eigentlich nicht rein. Darum machen wir das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir hören hier auf in dieser neuen Welt des mysteriösen Ostens und gucken mal, was da noch weiter auf uns zukommen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich finde Alice' neues Kleid super cool, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es zurückgeht ins Wunderland. Und wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.